So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Racing Evolution auf der Xbox. Heute ist der 30.07.2017, das heißt, es ist Sonntag, das Formel 1 Rennen ist gerade durch und es ist ein Ferrari Doppelsieg geworden. Reichlich knapp, aber ein Doppelsieg ist ein Doppelsieg. Nimmt man gerne so an. Die Lenkung bei Vettel war krumm, er musste nach links lenken, also hing sie nach rechts, die Lenkung. So, jetzt haben wir diese Strecken hier. Gibt also ordentlich was zu tun. Wir nehmen jetzt einfach mal zuerst dieses Rennen hier. Welchen wollte ich nochmal fahren? Den da, glaube ich. Ja, der ist gut, den nehme ich. Dann Getriebe, Mittel, Ampressdruck, hoch. Gut. Dann starten wir mal. Bridgestone-Reifen, wie man sieht. Mal gespannt, wie sie jetzt mit der Rennmodifikation fahren. Jetzt haben wir noch Lotus, Aston Martin, Mercedes, Chevrolet, Aston Martin. 3, 2, 1, los! Drei Runden nur, okay. Das mittlere Getriebe ist zu kurz. Kann ich jetzt schon sagen. Wollte ihn nicht berühren, sorry. Na, das war eigentlich klar. Damit hätte ich rechnen müssen. Dankeschön, Dankeschön. Bin ja auch selber schuld, ich habe hier zu spät gebremst. Ach ja, mein Motorrad habe ich jetzt auch abgeholt. Also jetzt bin ich stolzer Besitzer einer Yamaha FZS 600. Das war ein Rennen zum Vergessen. Ein ganz mieses Rennen. Jetzt werden wir zuerst mal das Getriebe auf lang stellen. Den Ampressdruck lasse ich hoch. Also, Getriebe lang. Das ist ja äußerst kurz übersetzt für einen Sport, für so einen Supersportwagen. Also, nochmal. 3, 2, 1, los! DTM Mercedes, so wie es scheint. Schon
wieder. Sorry. Aber jetzt habe ich genug Vorsprung, jetzt sollte ich zumindest vorne bleiben, wenn mich niemand abknallt. Ja, jetzt sieht's gut aus. Letzte Runde. Hat immer noch ein 5-Gang-Getriebe. Schade, können wir uns kein 6-Gang-Getriebe leisten. Ja, CLK sind's. Tatsächlich. Mal noch stärker getuned. Feines Rennen. Es macht Spaß, dich gewinnen zu sehen. Ja, sehr schön, aber auf zum nächsten Rennen. Und auch gar nicht groß Zeit verschwenden durch Reden. Mountain Ramble. Das wird etwas technischer. Ich lasse das Getriebe mal lang. Nochmal ups. Och, das ist nicht mein Fehler gewesen. Was mich auch sehr beeindruckt hat, Lewis Hamilton hat auf den dritten Platz verzichtet. Er wurde beim Rennen an Bottas vorbeigelotst, damit er eine Chance kriegt, die Ferraris anzugreifen, hat das aber nicht geschafft und hat in der letzten Runde tatsächlich seine Platzierung zurückgegeben. Ganz ehrlich, bei Hamilton habe ich mir nicht gedacht, dass der sowas macht, aber das hat wirklich, da muss ich sehr viel Respekt entgegenzahlen, das war wirklich extrem fair. Damit hat er bestimmt ein paar Fans. Ja, damit hat er bestimmt ein paar Fans gewonnen. Zu Recht. Das war wirklich eine
sehr sportsmännische Aktion. So nach dem Vorbild von Stirling Moss, der hat auch mal eine Meisterschaft angeführt, hätte sie auch gewonnen. Ich glaube, das war gegen Mike Hawthorn. Er hätte die Meisterschaft gewinnen können, aber hat sich dann entschieden, einem Gegner zu helfen und hat dadurch die Meisterschaft verloren. Steht zwar jetzt ohne Titel da, aber Stirling Moss ist trotzdem eine Legende. Einer der eindrucksvollsten Weltmeister finde ich aber auch noch John Surtees. Der Typ ist, glaube ich, fünfmal mit den 500 Kubik Motorrädern Weltmeister geworden und sogar noch einmal Formel 1 Weltmeister. Das ist der einzige Fahrer, der sowohl mit Motorrädern als auch mit Formel 1 Wagen Weltmeister geworden ist. Das wird es wohl auch nie mehr geben. Einer, der das Zeug bestimmt auch dazu gehabt hätte, wäre Valentino Rossi, weil der ist ebenfalls sehr, sehr gut. Ist ja inzwischen siebenmal Königsklasse-Weltmeister. Einmal beim 125er, einmal beim 250er, dazu noch einmal beim 500er Weltmeister geworden, zweimal mit den 800ern, damit wären wir schon bei 5 Meisterschaften, plus viermal mit den 99ern. Und hat noch die Chance mit 1000er, 4-Takten Motorräder Weltmeister zu werden. Er fährt ja noch mindestens bis 2018. Vielleicht sogar bis 2019 oder 2020. Mal schauen. Aber wenn er sich gut fühlt und wenn er immer noch zu Siegen fähig ist, wie man diese Saison gesehen hat, warum nicht? Solange er konkurrenzfähig ist, sollte er weiterfahren. Ist ja genau das gleiche wie Roger Federer, also der ist auch immer noch konkurrenzfähig, hat dieses Jahr auch 2 Tennisturniere gewonnen und ist auch inzwischen bald 36, glaube ich. Was ist das nochmal? 81? Ja, genau, 1981 Jahrgang. Ich glaube, irgendwann im August wird er 36. Könnte sogar nochmal die Nummer 1 werden heutzutage. Aber eben, auch Rossi kann noch Weltmeister werden. Ist zwar unwahrscheinlich, aber es ist alles möglich. Letztes Jahr hat Valentino Rossi auch in der zweiten Saisonhälfte zwar keine Rennen gewonnen, aber trotz allem die meisten Punkte mitgenommen. Von allen Fahrern. Ja, sogar mehr als Marquez oder Lorenzo. Weil Lorenzo war ja noch vor ihm in der Wertung, bevor die Sommerpause angefangen hat. Glaube ich. Ist wahrscheinlich auch so, ja. Und er hat auch 10 Punkte mehr als Marquez geholt, der mit 2 Siegen in der zweiten Saisonhälfte geglänzt hat.
der Vorsprung ist gewaltig. Das war eine gute Kurve. So, sehr schön. Wie lange habe ich jetzt aufgenommen? Noch nicht ganz 20 Minuten, also macht noch ein bisschen. Weil ich möchte noch mein T-Shirt ausziehen, es ist ziemlich heiß. Auch wenn es draußen gar nicht mehr so heiß ist. Sie fahren göttlich. Ja, ich weiß, dass von der... Ja, genau, ich kann keine Dreamcar-Modelle mehr entwickeln, so wie es aussieht. Das ist schade. Damit habe ich wohl alles schon geschafft. Von der Fahrzeugentwicklung her. Wie gesagt, sehr schade. Der Wagen ist inzwischen fertig. Aber ich kann da nicht, nicht genügend Gelder für die Entwicklung vorhanden. Kann auch gar nichts entwickeln. Soweit. Aber hier ist die Dreamcar. Hier ist der Dreamcar-Bereich. Kann man den Wagen noch ein bisschen anschauen hier. Sieht für mich wie ein Frontmotor-Konzept aus. Das ist sehr gewagt für einen Dreamcar. Aber egal, wir wechseln jetzt wieder zu den Rennereignissen und fahren ein weiteres Rennen. Ultimate Run, Giant Rock, Mong, Fanside und Buddha Celebration. Ja, wir fahren mal die Mong Fanside. Das ist ein kurzes Rennen, dann kann ich dann endlich auch mal mein T-Shirt ausziehen. Hoffentlich. Ich glaube, die Bildeinstellungen sind immer noch die gleichen. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu hell, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich wäre froh, wenn man mir das mitteilen würde. Damit ich reagieren kann. Schneller Kurs. Mit vielen Kurven, die nicht so sind, wie sie auf dem Papier zu sein scheinen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist ein absolut schneller Kurs. Sagen, das vorhin war ein Zyklonmanöver, aber jetzt muss ich mich schon wieder verteidigen. Ich wollte sagen, verteidigen, aber inzwischen bin ich ja wieder überholt worden. Also. Verteidigen kann nicht die Rede sein. Eher von Angriff.
Alter Schwede. Ist echt nervig. Na toll. Einfach irgendwie vorne bleiben. Sehr gut. Passt doch. 1:10 vorne. Das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt kurz zu unterbrechen.